So, es läuft. Ja, lass uns doch mal übers Erwachsensein sprechen. Sprich Sprich uns vom Erwachsensein. sprich. Jetzt schlägt's 13. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was Erwachsensein heißt, aber ich weiß, dass es zu tun hat mit über mich hinaus. Also aus der hungrigen oder aus dem hungrigen Menschen, also die jungen Leute sind ja hungrig auf Leben und wollen es erforschen. Und es ist ja noch viel Erfahrungsfläche vor ihnen, Erfahrungsjahre. Und wenn wir aber in so ein bestimmtes Alter kommen, finde ich, dann haben wir ja Erfahrung. Wir haben dann schon 40 Sommer und Winter und Herbst und Frühlings erlebt. Wir wurden vielleicht schon mal verlassen und sind nicht gestorben daran. Wir haben uns wieder verliebt. Wir haben Kinder bekommen. Es ist eigentlich dieses Gedicht, weiß gar nicht von welchem, wie der heißt, die Einladung. Es interessiert mich nicht mehr. Also das ist für mich Erwachsensein. Also dass du an diesen Punkt kommst, dass du sagst, es interessiert mich nicht, ob du in einem inneren Kindprozess bist oder ob du gerade gekränkt bist oder ob dein Mond im sechsten Haus steht oder ob deine Blutgruppe grün ist. Es interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, ob du nach einer Nacht, wo du dein Kind im Fieber gehalten hast, ob du am Morgen aufstehen kannst und dein Werk tun, das interessiert mich. Weißt du, also dieses Gedicht ist für mich eigentlich eine Kraft, die erwachsen ist. Die Einladung, also von Uriah Mountain Dreamer, wer immer das ist, werde ich hier unten in die Infobox hineinschreiben. Ja, weil das. Also da geht es darum, es interessiert mich nicht, ob der Mond im 10. Haus steht, genau. Es interessiert mich, ob du in der Mitte des Feuers sitzen kannst und gerne mit dir alleine bist. Und was Also von dir übrig bleibt, wenn alles Äußere von dir abfällt. genau. Und das interessiert mich. Das interessiert mich an den Menschen. Das ist meine Neugierde. Und ja, ich finde, was wir heute schon auch, was ich zum Teil eher sehe, ist wie eine Scheu auch von Menschen, die das Alter hätten und haben, um Erwachsene zu sein und in ihrer Erwachsenenkraft zu stehen, was auch immer das bedeutet. Weißt du, jeder ist ja wie eine eigene Form, wie ein Ausdruck dessen, wie sich Lebendigkeit zeigt. Weißt du so? Also, und auch wir sind ja jeder Mensch, ich bin nicht so, weißt du, sondern auch ich bin ja ein fließendes Konzept, weißt du, ich bin ja nicht festgenagelt oder zementiert, sondern wir haben alle unterschiedliche Reaktionen in unterschiedlichen Momenten oder eine unterschiedliche Lebensklugheit mit unterschiedlichen Herausforderungen umzugehen. So. Aber das interessiert mich und was in dieser Einladung steht, in diesem Gedicht. Und ich bin manchmal, wie sage ich es, angestrengt, wenn was wir ja schon hatten, also diese innere Kindarbeit zum Beispiel. Ich finde es schöner zu sagen, ich muss da was nachnähren. Im Frühling, wenn jetzt wieder die Jahreszeit kommt, das ist Frühling, dann werde ich mal in den Wald gehen mit diesen Frühlingskräften und ich werde mal neben so einer Frühlingspflanze sitzen und werde ihr lauschen und werde diese Kindlichkeit in mir wieder erfühlen und erfahren. Ja, weil die ist vielleicht über den Winter zur Schneekönigin erstarrt und ist leblos geworden. In meinem Wunsch, makellos zu sein, bin ich zur Schneekönigin sozusagen in so einem Bofrostland gelandet, wo ich nicht mehr leiden möchte und nicht mehr Schmerz haben möchte, sondern nur noch Schönheit und Makellosigkeit.
Und ich brauche diesen Frühling, damit ich das aufbreche und diesen Mut wieder habe. Also wie in den Märchen eigentlich, wo Gerda ja dann Kai bei der Schneekönigin findet und seine Unberührbarkeit sie auch schmerzt. Also er ist ja dann makellos, ihn berührt nichts mehr. Er ist nicht mehr erschüttert von den Dingen der Welt, von der Traurigkeit eines Nachbars. Er lässt sich auch mit Freude nicht anstecken. Also es wäre egal, was sie ihm anbietet. Es ist ihm halt gleichgültig. Und sie weint dann. Sie weint dann Tränen auf sein Herz. Und dadurch schmelzen halt diese Splitter der Eiskönigin und er kann wieder sehen. Genau, das ist die Einladung eigentlich dann, wenn ich merke, dass diese verspielte Art in mir, dass die erstarrt ist. Also ob der ganzen Funktionalität, die wir angeboten kriegen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, also es öffnet sich so ganz viel, weil wir haben ja jetzt gerade vorher, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, auch über diese ganzen Begriffe von den inneren Anteilen und so weiter. Ne? Also diese Arbeit mit den inneren Anteilen, mit dem inneren Kind oder was auch immer und über diese Begriffe. Und während du gerade so sprichst, denke ich, ja, ich glaube, dass wir das in solche Begriffe packen und halt, was wir schon ganz häufig hatten jetzt hier im Gespräch, eben Konzepte draus machen, so allgemeine Coaching-Konzepte. Das arbeiten ja auch viele mit den Archetypen oder was, ne? Und die dann aber auch so entzaubert werden, ne? Dann bist du halt die Königin, die Kriegerin, was weiß ich, also diese ganzen, aber wo eigentlich nicht mehr so richtig Saft drauf ist auf diesen Begriffen oder was irgendwie. Diesen Begriff hast du ja neulich genutzt, so verzweckt wird, ja? So auf Funktion getrimmt alles. Und wie du das gerade beschreibst, da geht es ja eher darum, so wie ich es empfinde, dass ich für den Moment spüre, also und diese Konzepte da mit dem inneren Kindarbeit und so, was uns die ganze Zeit in diesen Bedürftigkeitsschleifen hält, so. Und bei dem, wie du das gerade beschrieben hast, geht es ja eher darum, auch zu schauen, was für Bedürfnisse habe ich jetzt und wie kann ich mir die erfüllen und wie kann ich auch mit diesem Kontakt, mit diesem Gefühl, was aktuell da ist, auch wirklich in Kontakt treten und auch wirklich aus dem Moment vielleicht auch stimmiger Metaphern finden oder so, dass ich jetzt gar nicht das immer gleich so etikettieren muss mit den üblichen Coaching-Begriffen, die man dann, ach so, ja, das ist die Kriegerin oder irgendwie so, ne? Sondern auch mit der Mythen- und Märchenwelt total so wieder ganz anders in Kontakt treten. Ne? Oder auch überhaupt mit der Umwelt so, dass ich mich, also viele Menschen arbeiten ja auch mit, was weiß ich, Krafttieren oder so, sind aber gar nicht in Verbindung mit diesen Tieren oder so. Ne? Aber wenn ich durch die Natur gehe und mit meinem Gefühl auch in Kontakt bin und dann kommt eben die Amsel oder so, ja, oder das Rotkehlchen. Und ich kann das fühlen und ich bin in der Beziehung damit. Ne? Ja, und das Rotkehlchen ist nicht einfach nur irgendwie wie so eine Spieluhr. Mhm. Genau. Weißt du so? Oder es ist für mich gekommen. Mhm. Bei den Archetypen, wenn du das so sagst, müssen wir fast auch wieder aufpassen. Die Gerda Weiler hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Das heißt Der enteignete Mythos. Mhm. Und die legt sehr viel Wert darauf zu sagen, die Archetypen nach C.G. Jung sind schon verdrehte. Also Archetyp heißt ja Urbild und sie sagt aber, sie nutzt gar nicht das Wort Archetyp mehr, weil wir das so besetzen mit der Kriegerin und so weiter oder dem Krieger. Diesen ja durchaus, also psychologisierten in Anführungsstrichen Archetypen, sondern sie sagt, wir müssen eigentlich die Urbilder in uns wieder erwecken, weil die schwingen in uns, weil die Kriegerin in mir, was ist es? Weißt du? Also, und aus welcher Zeit stammt diese Idee? Also, weil in den alten Mythen gab es ja Urbilder eher eben aus der, nicht eher, sondern es gab Urbilder aus der Beziehung der Menschen mit der Landschaft und den Jahreszeiten. Ja, also diese in allen Kulturen
ruppigen, knorrigen, die Baba Yaga eben in Russland, die winteralte, knorrige alte Hexe oder der alte Mann in den Mythen, ja, den du dann im Wald triffst. Oder Kali in Indien, die als Zerstörerin sozusagen ja diffamiert wurde. Diese Bilder, die sind alt in uns. Also wenn wir den tiefsten Winter erfahren, sehen wir doch die Schneekönigin. Wenn wir den weißen Schnee da sehen, sehen wir ja die Makellosigkeit, aber auch diese skelettartigen Bäume. Ja, also mit dieser größten Struktur. Also wir können den Wald durchschauen, endlos, was wir im Sommer nicht können durch das ganze Blätterwerk. Weißt du, wo alles dann verdeckt ist von dem ganzen Gewachse. Und da legt sie viel Wert drauf und sagt eben, die alten Urbilder wurden eben enteignet. Und schon im dualistischen Denken, in diesem dualistischen Weltbild sozusagen, dann erzählt. Und vielleicht ist es auch das, dass wir verstehen müssen oder vielleicht erlauben müssen, die Reise wirklich mit Mystik und mit Naturmystik wird uns unser Weltbild kosten. Also es ist dieses, und auch in dieser Spiritualität, die heute angeboten ist, mit es gibt den Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Wir müssen mit unseren Schatten arbeiten. Wir müssen zum Licht, wie die Motten fliegen. Wir steigen auf Wir 5D steigen auf. oder 8D. Wohin steigen wir auf? Keine Ahnung, die Wir so steigen und auf, so vielte ja. Dimension. Dass es immer noch das dualistische Denken ist. Also wir denken immer noch in richtig, falsch, Ja. gut, böse, schwarz-weiß. Wir haben diese Art des Denkens, in was wir ja alle auch eingeprägt sind, deswegen ist es so schwer, da rauszukommen. Ja, also wir haben das ja so tief verinnerlicht, dass wir immer wieder an diesem Punkt, wenn wir merken, wir denken schon wieder in gut und böse, richtig und falsch, immer wieder in dieses Zyklische uns reinbegeben. Weil die Sehnsucht ist ja, dass wir auch über uns selber lernen dürfen und wollen, wie auch verwandtschaftlich zu sprechen, liebevoll zu sprechen. Was ist, wenn Großvater Stein in mir raunt? Weißt du so? Das ist anders, als wenn ich meinen inneren Weisen kennenlerne. Also für mich ist es von der, vielleicht ist es dasselbe gemeint, weißt du, aber die Sprache ist so bedeutsam, finde ich. Ist sie eine therapeutische Sprache? Die ist auch gut, weil ich an dem Punkt was über mich lerne. So. Aber komme ich überhaupt in diese mystische Sprache und dieses mystische Denken? Kann ich mich da überhaupt einlassen, wenn alles, was ich tue, eigentlich nur aus meinem eigenen Wunsch nach Verbesserung, nach Schmerzfreiheit, nach Leidüberwindung, Ja. nach Befreiung, nach Makellosigkeit sozusagen, schreit, weißt du, also und ich dann eben therapeutisch nur noch von mir spreche und gar nicht sage, ach krass, jetzt bin ich, also was einen bestimmten Prozess vielleicht oder eine bestimmte Lebensbewegung in mir angeht, da bin ich jetzt erstarrt und da brauche ich jetzt vielleicht eine Rolle vorwärts und dann gehe ich im Wald, sitze neben einer Frühlingspflanze und mache eine Rolle vorwärts. Und das ist unspektakulär. Keiner hat mir zugeguckt. Es ist keine therapeutische Sprache, wenn du nach Hause gehst und sagst, du, ich habe gerade im Wald eine Rolle vorwärts gemacht und meine Erstarrung hat sich aufgelöst und jetzt ist wieder so was Quiekiges in mir. Und mal gucken, was jetzt passiert, keine Ahnung. Oder ich habe eine Ahnung, weil die Ahnen haben mir was zugeraunt. Aber ich weiß auch nicht, was sie bedeutet und muss es auch nicht. Dann ist es eine andere Erzählung, als wenn ich zurückkomme. Ich habe jetzt 4 Tage einen innere Kind-Workshop gemacht und bin mir selbst begegnet. Was ja auch schräg ist.
dass ich ja dann auch meine Umwelt sozusagen benutze als Spiegel, um mich selbst kennenzulernen. Aber es ist eine andere Erzählung. Und das eine kann man vermarkten, das eine kann man konsumieren. Jawohl. Und das andere bietet sich dafür nicht so richtig an. Aber ich erzähle mich anders. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, ja, ja. Da, also das sind so Gedanken, die mich bewegen. Also, und da kommt das Erwachsensein mit rein. Mhm. Weil wenn das der so ist ja der Sommer des Lebens in meinem Universum. Mhm. So. Und zu sehen, ich habe eine Bohne gepflanzt und dann schießt die raus mit all ihren Trieben ja im Frühling in den Sommer rein und dann ernte ich das und dann kommt von da noch ein Trieb und von da noch und irgendwann bin ich so satt an Bohnen, dass ich wirklich satt bin und dann fange ich an, sie zu verschenken. Und weil ich mir diese Arbeit auch mache und diese Mühe gebe und trotzdem bin ich irgendwann auch bereit abzugeben und zu sehen, auch in meinem Leben kommen da Triebe und da Triebe und es hört nicht auf. Also ich habe nicht einen Apfel geerntet vom Baum, den ich gesät habe in meinem Leben, sondern da hängen 50 Äpfel. Und ich habe sie gepflegt und genährt und jetzt habe ich Vertrauen, dass es einen Apfelbaum gibt, an dem 50 Äpfel hängen werden. Oder vielleicht nur 4. Es hat gar keine Bedeutung. Weißt du, und ich kann mich an ihn laben, kann mich nähren und kann Freunde nähren und kann über mich hinaus nähren. Und in diesen Äpfeln sind wieder Samen und die kann ich in die Erde setzen für meine Enkel, für die Welt nach mir, für Generationen, die ich vielleicht nicht mehr kennenlerne. Und meine Aufgabe ist es, nach einer Nacht, die mich herausgefordert hat, früh aufzustehen und mein Werk weiterzutun. Ja. Und da kommt unterm Strich vielleicht nichts raus. In dieser Sprache liegt kein Zweck. Ich mache es nicht für mich, aber irgendwie doch. Weißt du, also meine Heilung ist wie ein Nebenprodukt meiner Reise oder dieser Reise, also dieser Lebensreise. Also mir dient es, nicht therapeutisch von mir zu sprechen und mein Leben nicht in diesen, also mich selber nicht aufzuteilen in was auch immer, das innere Kind, die innere Kriegerin, die innere was auch immer. Was gibt es noch? Ich weiß es nicht. Es ist manchmal, also manchmal ist es wirklich wie die erste Bewegung, mich selbst nachzunähern. Ja, genau. Und es ist halt manchmal leichter, das zu machen, weil ich in einem Konzept ja auch gehalten bin. Also auch selbst das Konzept kann mich ja erstmal halten. Und vielleicht schon meine Sprache mit verwandeln. Weißt du, so, dass ich sage, ah, okay, ich habe hier ein inneres Kind in mir. Ja. So, also es kann wie ein guter Anstupser sein. Weißt ja, du, so. Ja, ja. Also es ist ja nicht nichts, sondern es bewirkt ja auch was, also wie eine eigene Resilienz oder so einen ersten Schritt zu mir selber hin überhaupt, weißt du, so aus der Meinung von der Pearl Group sozusagen auszusteigen, vielleicht den Mut zu haben, einen Schritt zu gehen, den ich mir mit anderen, also aus anderen, also aus so einem sicheren Konzept heraus einen Schritt zu gehen und vielleicht mal meine Verletzlichkeit zu zeigen oder jemandem zu sagen, bis hier und nicht weiter oder so, weißt du. Also es kann schon erstmal ein guter Anstups sein. Weil wir ja über das Erwachsensein gesprochen haben und auch über das Erwachsenwerden. Wenn wir dann so in vom Alter her im Erwachsensein sind und wir kriegen jetzt zum Beispiel Kinder oder so und wir haben Verantwortung oder so und in uns ist da aber noch so viel Bedürftigkeit, ne? Die kommt ja irgendwo her.
Wo kommt die her, diese Bedürftigkeit? Das, was da, was eigentlich noch nicht ganz erwachsen ist oder wo, weißt du, du bist dann da vielleicht Mutter, hast Kinder und so und hast deinen Verantwortungsbereiche, aber irgendwas ruft ja in dir und irgendwas braucht ja Aufmerksamkeit. Also ich glaube, dass es auch eine bestimmte Erzählung ist, die wir, also die schon alt ist auch. Also dass es nicht erst jetzt vorgestern angefangen hat, sondern ich glaube, dass es immer so eine Bewegung gibt, weißt du. Also es ist, wenn du so generationstechnisch guckst, gab es ja lange eine autoritäre Erziehung. Mhm. Und dann hat man seine Pobacken zusammengekniffen und ist den Weg gegangen oder hat rebelliert und ist dann den Weg gegangen. Also es gab eine Geschichte, wie es richtig ist. Und in den 68ern war dann dieses Aufbruch nach Indien fahren. Die brachten ja dann die Gurus mit nach Deutschland und haben ja dieser Sehnsucht Raum gegeben, dass es eben nicht nur dieses »Es ist nur«. Also, weißt du, es ist nicht mehr als, Liebe ist nicht mehr als, das Leben ist nicht mehr als, weißt du, sondern es ist nur. Es ist nur das, wo wir durchhalten müssen und die Pobacken zusammenkneifen und unseren Mann stehen oder was auch immer da für Sätze aus dieser Zeit noch kommen. Und sie haben eigentlich mitgebracht dieses, du bist mehr als, weißt du? Und haben das wie genährt, ich bin mehr als einfach nur in dieses Leben zufällig reingespuckt. Und diese Meditationstechniken und die Spiritualität, das haben ja die 68er hier mit rüber also gezogen. Mhm. Und dann, so wie ich es verstehe, hat sich das dann weiterentwickelt. In der nächsten Generation kam ja dann die Pille. Dann gab es eben diese ja eher Familien, Mutter, Vater, zwei Kinder oder drei. Dadurch gab es auch nicht mehr Aufgaben für die älteren Kinder. Die mussten jetzt nicht mehr zwingend nur noch auf die Jüngeren aufpassen. Dann kam mehr Komfort in die Wohnung. Und gelesen habe ich, die Langeweile kam. Hm. Und aber auf der Erde oder auf dem Kompost der 68er, auf dieser Idee, baute sich in der nächsten Generation was auf von Work-Life-Balance und ich muss für mich sorgen und ich nutze dafür die Meditation. Und diese Sprüche der Gurus waren dann schon so ein bisschen alltagstauglich. Mhm. Also es gab doch dieses, wie hieß der denn? Ich weiß nicht, da gab es so einen Guru, der kam in den 68ern hier mit rüber und hat dann eben dieses europäische Expertenwissen sozusagen angekrittelt und hat daneben gesetzt. Oh Gott, das fällt mir bestimmt wieder ein. Also und hat eben dieses Unverzweckte und dieses für alles Offene sozusagen, diese Haltung mit hergebracht. Wir lieben uns alle und das Kindliche, genau, das war seins. Also dass wir sozusagen wieder in dieses Verspielte und Kindliche rein müssen und diesen Experten, diesen Erwachsenen, diesen strengen Autoritären mit Schlips sozusagen, der muss so wie entthront werden und dafür muss eben diese, da gibt es richtig ein Wort für. Ah. Ja, ja. Nimm dir ruhig die Zeit. Ja, es fällt irgendwann von der Seite wahrscheinlich rein. Und wer war das? Das kann ich dir nachreichen. Ah ja, dann reich mal nach. Also es ist mir nur so aufgefallen, also es ist mir halt so aufgefallen, dass wir das so geglaubt haben. Mhm. Also wir haben aus diesem autoritären Schlipsträger sozusagen, der irgendwie als Bankangestellter arbeitet, den wir so verachtet haben, gesellschaftlich dann aus dieser 68er-Bewegung heraus, den haben wir halt weggeschnipst und haben dafür eben diese verspielte buddhistische
und entspannte Haltung versucht einzunehmen. Also es gab damals ein Bild, ich glaube auf dem Deckblatt vom Spiegel, der Buddha, also so ein Schlipsträger in Buddha-Haltung, also in dieser Lotus-Haltung. Genau. So. Und dann hat diese Generation eben diese Work-Life-Balance mit reingezogen und hat die Tür aufgemacht für die Idee, dass wir uns managen könnten, damit wir entspannter durchs Leben kommen. Also dieses Familienmanagement, also was eben in diese Work-Life-Balance ja auch mit reinkam, so und so viele Stunden dafür und so viele Stunden dafür, dann braucht man noch Meditation. Und haben dann an ihre Kinder das Gefühl oder haben ihr Gefühl weitergegeben, indem sie gemerkt haben, wir wollen gar nicht mehr Eltern sein unserer Kinder, sondern wir sind jetzt eher wie ein Coach. Ja. Und das hat sich halt reingezogen, auch in die Schulen, dass dann diese nächste Generation, die so in den, wann war das, 80er, in den 80ern geboren wurde, dass es da auch schon in den Schulen anfing, dass man eher Teamwork macht und eben der Lehrer ist dein Coach und ja, und da also auch nicht so viel Strenge und eher Potenzialentfaltung und die Galaxie der Möglichkeiten machte sich auf. Alles ist möglich und ich gucke, dass ich es dir auch ermögliche und aus dir kann werden, was du willst. Und wir sind dann einfach weiter ungebremst dieser Spur gefolgt. Also die heutige Generation Z, die ja so bekrittelt wird, oft, ja. Also gibt es so Bücher, Generation Krokodilstränen und sowas, ist eigentlich wie die Verwirklichung der letzten Generation seit den 68ern. Also aus ihnen soll jetzt alles werden, für sie ist alles möglich, sie können sich ihre Biografie zusammenbasteln und eigentlich aber lassen wir sie im Stich. So. Also Fridays for Future hat vor Jahren mal einige von denen gerufen, dass sie von den Erwachsenen fordern, dass sie endlich Grenzen gesetzt kriegen. Und das betrifft eben nicht nur die junge Generation, sondern auch die Alten, die jetzt erwachsen sind, also alt in Anführungsstrichen. Falls jemand zuhört, der 37 ist, würde er dazugehören oder sie. Ja, sind ja auch alle Teil dieser Idee. Weißt du, dass aus mir was werden muss und aus mir kann alles werden. Ich kann permanent mein Potenzial entfalten. Ich muss an mir arbeiten. Und auch ich bastel mir meine Biografie, damit sie irgendwie stimmig ist mit mir. Und es ist ja nicht nur ein innerer Wunsch, es ist ja auch ein gesellschaftlicher Auftrag fast. Also, weißt du, also alle Facetten meines Seins zeitgleich wie erlöst zu haben und zeitgleich ins Feld führen zu können, was auch immer das bedeutet. Und ich glaube einfach, jede Bewegung zieht eine Gegenbewegung mit sich. Ich glaube, dass die Sehnsucht oder der Wunsch der jungen Generation ist, also so der 20-Jährigen und ein bisschen drüber, dass der Wunsch ist, dass die, die alt sind, also aus ihrer Perspektive alt, dass die endlich anfangen, Grenzen zu setzen und nicht so tun, als seien sie auch 20, sondern mit ihren Lebenserfahrungen stehen und den Mut haben, an ihrem Platz stehen zu bleiben und nicht zu sagen, wir sind jetzt alle irgendwie 20 und haben auch ein Recht drauf. Weißt du, also so. Und ich glaube, die werden sich das immer mehr einfordern. Und die werden ihre Kinder, glaube ich, auch strenger oder mit nochmal einer anderen Begrenzung ihre Kinder begleiten. Und auch die Elternschaft nochmal überdenken, ob das wirklich, ob ich als Mutter ein Coach bin oder eine Therapeutin oder eine Förderin oder ob ich die Mutter bin und was heißt das eigentlich? Weißt du so? Also ich glaube, dass die nächste Generation es so satt hat, dass jetzt die Gegenbewegung wieder anfängt. Weil dieses, was in den 68ern begonnen hat, kam ja aus diesem, die Autorität war so eng und so streng und daraus brach ja dann
das hervor. Und jetzt ist alles so weich und grenzenlos und so schwammig und alles so ein Haufen geworden und so häufig und so beliebig. Also selbst mein eigenes Leben ist beliebig geworden, weil ich kann ja alles werden. Aber keinen interessiert es eigentlich und mehr. Und orientierungslos auch, oder? Also sinnlos. Diese ganzen, diesen ganzen Angebote von wiederum Konzepten, denen du dich anschließen könntest, wenn du wolltest. So. Ja. Aber, also der Markt ist ja unüber... Also es ist... Es wird ja ständig um was Neues sozusagen irgendwie, neu in Anführungsstrichen, auf den Markt gespuckt, was wieder aus dir werden könnte, welche Therapie jetzt die aller... voll der heiße Scheiß ist. Also ich empfinde es fast eher so wie so eine Grenzenlosigkeit an toxischen Konzepten, was so los ist. Also es ist ja, also diese, wenn man sich diese verschiedenen Blasen so anguckt, das ist ja auch alles sehr radikales Zeug. Es gibt ja heute auch wieder ganz viele so Coaches, die von weiblicher und männlicher Energie sprechen und wie ist eine gute Frau und wie ist ein guter Mann und also so diese angeblich alten Werte, ich weiß nicht, was das für alte Werte sein sollen, aber so, ne, dieses und die Frau bleibt zu Hause und backt den Kuchen und wie ist man denn, wenn man in seiner weiblichen Energie ist und wie ist man denn ein Alpha-Mann und überhaupt, und da gibt's ja das schrägeste Zeug, ne, also Männer können irgendwie, Männer werden immer toller, je älter sie werden, aber die Frauen, die sind nur bis 25 werthaft, danach verlieren sie ihren Wert und so lauter Zeug, ne. Obwohl das ja auch schon der erste Ausdruck ist von einer Sehnsucht wieder zurück zu... Genau, das ist so ein Ausdruck von Sehnsucht nach Orientierung und Grenzen. Und genau. Bitte jetzt, wer bin ich, wie soll ich denn sein, wie funktioniert denn jetzt Beziehung? Und genau, und dann auf der anderen Seite eben dieses, ich kann mich jetzt als sonst was identifizieren, jede Woche neu oder so. Das ist ja auch so ein Ausdruck von dieser, von diesem Wahnsinn eigentlich, ne? Dass ich nicht einfach bin, wer ich bin, sondern dass ich immer auf der Spur bin nach meiner, also was ja, ist ja irgendwie natürlich die Identifikationssuche, würde ich sagen. Es ist ja natürlich, dass ich als Mensch irgendwie mich identifizieren möchte, aber das ist ja, ne, also diese tägliche Frage, als was ich mich jetzt identifiziere. Na, ist auch eine Sehnsucht nach Orientierung, ja. Weil dann kann ich aus meiner Identifikation begegne ich dann der Welt. Also ich weiß dann, welche Brille ich aufhabe. Ja. Deswegen meine ich, wenn wir wer es größer gut ist und wer spannen. Schlecht. Wer mein Feind ist und wer mein Freund ist. Ja, und aber wenn ich es größer spannen würde, also wirklich ins Weltbild rein, dann wäre es ja wurscht. Weißt du, so? Also dann ist der Wind mein Bruder, dann ist der Baum vielleicht der Großvater, dann ist dann bin ich neugierig auf das, was sich heute entfalten wird. Ja. Weißt du, dann gehe ich durch den Tag, wie als würde ich auf so einer Rolle, auf so einer Pergamentrolle, und die rollt sich immer nur 2 Zentimeter vor mir aus, sozusagen. Weiter kann ich nicht gucken, was heute noch passieren wird. Weißt du, so? Und ich komme damit klar, mit diesem Ungewissen. Weißt du, was weiß ich schon, wer ich bin? Also ich bin hier. Weißt du, so das ist meine Form, das ist mein Körper. So, der verändert sich jetzt in den nächsten 40 Jahren wahrscheinlich noch rapide. Aber ist es bedeutsam zu wissen, wer, also weißt du, also so mich so definitiv. Also mich so definitiv sozusagen, so ich weiß, wer ich bin. Und ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, interessiert mich ja eigentlich nur, wenn ich Kinder kriegen möchte. Also dann weiß, muss ich wissen, ich bin eine Frau. Und wenn ich jetzt dich treffe und wir würden uns verlieben, wüsste ich, wenn ich Kinder haben wollen würde, wärst du die falsche Ansprechpartnerin. So. Aber ansonsten ist es doch wurscht. Also ansonsten treffe ich ein Wesen
was in seiner Art Lebenserfahrung gemacht hat, aufgrund seines Geschlechtes zum Beispiel. Also wenn ich ein weibliches Wesen treffe, ist es eins, was menstruiert hat mit 13 vielleicht und vielleicht noch Watte hatte in der Schule, die immer die Schlüppi hinten hochgerutscht ist oder Angst hat, dass Blut durchkommt. Das ist ein Thema, was zum Beispiel ein männliches Wesen sozusagen nicht gehabt hat. Der lag eher im Bett und dachte, was ist das hier? Wenn ich an die eine denke, dann habe ich plötzlich, verändert sich mein Körper, weißt du so? Also jeder hat seine... Jungs hatten auch Probleme, haben auch Probleme in der Schule. Na definitiv, weißt du so, aber eben andere. Aber eben andere. Mit einer anderen Flüssigkeit, mit einer anderen Sichtbarkeit, da hat sich die Hose aufgezeltet. Das hat bei Mädchen, die mussten mit dem, die kennen sich in dem Thema nicht aus. Weißt du so? Und ich weiß, ich treffe sozusagen in der Geschlechtlichkeit der anderen Person einfach auch auf unterschiedliche Erfahrungen. Und das kann ich würdigen und ehren sozusagen und Punkt. Und ob jemand, der mit 13 Zeltprobleme hatte sozusagen in der Schule, ob der jetzt einen Rock trägt, wenn der vor mir ist, er hat diese Erfahrung ja trotzdem gemacht. Also es ist Teil seiner Erfahrung und es ist niemals, wird es Teil seiner Erfahrung sein, dass er mit 13 gucken musste, ob man Blut hinten an der Hose sieht. Diese Erfahrung wird dieser Mensch nie machen. Und mehr muss ich nicht wissen, weißt du so? Also wir haben ja aufgrund unserer Geschlechtlichkeit verschiedene Erfahrungsebenen, was uns unterscheidet. So. Und das kann ich doch erstmal ganz ohne Schaum vorm Mund oder ohne das als ablehnendes oder annehmendes oder mich beschäftigenderes Momentum erstmal, also gerade in der heutigen Zeit, kann ich das doch erstmal wie mit auf den Gabentisch legen. Sagen, ah, guck mal. Und dann sind da noch 15 andere Gaben.